Darf ein Betriebsrat aufgelöst werden, weil er die Zusammenarbeit mit dem vom Arbeitgeber benannten Personalchef schlichtweg verweigert? Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Und es geht heute um eine ganz spannende Frage, die das Landesarbeitsgericht Düsseldorf hier zu entscheiden hatte. Und zwar um die Frage, ob ein Betriebsrat aufgelöst werden darf, weil er die Zusammenarbeit mit einem Personalchef verweigert. Besonderes Schmankerl, der Personalchef hat sich nicht so ans Betriebsverfassungsgesetz gehalten. Und der Betriebsrat hat dann gesagt, mit dem Depp arbeite ich nicht zusammen. Dem Depp hat er vielleicht nicht gesagt, ja, aber so. Also er hat gesagt, mit dem arbeite ich nicht zusammen. Wollen wir jetzt nicht den Sachverhalt was hinzudichten, ja. Er hat gesagt, also mit dem arbeite ich nicht zusammen und hat das beschlossen und umgesetzt. Also hat nicht einfach mal so gesagt, mit dem arbeite ich dann nicht mehr zusammen in der Wut oder so, sondern hat das wirklich als Betriebsrat, als Organ beschlossen und dann auch zumindest über einen längeren Zeitraum die Zusammenarbeit mit dem eingestellt. Hat sich gesagt, nö, mit dem arbeite ich nicht zusammen. Ja, und das Kraftbeschluss. So. Und da müssen wir jetzt mal fragen, was kann der Arbeitgeber jetzt machen? Und ja, in dem Fall hat die Arbeitgeberin beantragt, den Betriebsrat aufzulösen vor Gericht. Das muss vor Gericht, ja. In dem Fall ist es so, dass wir nach 23 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz eine objektiv erhebliche Pflichtverletzung haben müssen, die auch noch offensichtlich schwerwiegend ist. Und das Landesarbeitsgericht sah das als gegeben an. Nun muss man sagen, wenn ich als Arbeitgeber einen Ansprechpartner bestimme und dieser Ansprechpartner damit ja den Arbeitgeber vertritt, der Arbeitgeber, ich sage ja immer wieder, wenn das jetzt eine juristische Person ist, eine GmbH, die kann ja nicht selber sprechen und zuschlagen und irgendwie gestalten, ja. Die brauchen ja irgendwelche Personen, natürliche Personen. Und wenn da jetzt also ordnungsgemäß jemand bestimmt wird, der gesagt wird, du bist der Ansprechpartner und das ist jetzt nicht gerade der Hausmeister, ohne jetzt einen Hausmeister zu diskreditieren, ja, also ist auch noch ein Personalchef, der so auch eindeutig für sowas zuständig ist, dann vertritt der den Arbeitgeber und der Betriebsrat, wenn der dann sagt, ich arbeite gar nicht mit dir zusammen, dann ist das natürlich ein krasser, schwerwiegender Verstoß gegen das Gebot der vertrauensvollen Zusammenarbeit, wenn man gar nicht miteinander zusammenarbeitet. Ja? Und das Gericht hat nochmal klargestellt, zunächst einmal ist es Sache des Arbeitgebers, Kraftorganisation, Organisationsmacht, ja, zu sagen, das sind die Ansprechpartner. So, und jetzt war der heikle Punkt vielleicht der, dass die benannte Person ja selbst sich nicht ans Betriebsverfassungsgesetz gehalten hat. Und da sagt das Landesarbeitsgericht, lieber Betriebsrat, wenn das so ist, ist das zwar nicht in Ordnung, aber das Betriebsverfassungsgesetz gibt dir ja ganz viele Möglichkeiten, dann dagegen vorzugehen. Da sich ja der Arbeitgeber das Handeln des Personalchefs zurechnen lassen muss, wie eigenes Handeln, kannst du ja auch direkt den in Angriff nehmen. So, das heißt also, wenn wir jetzt mal auf Schachspiel übertragen, was ich ja gerne mache, die spielen hier Schach nach bestimmten Regeln, der eine verletzt die Regel, dann kann der das andere das rügen und er kann dagegen vorgehen, nach den Regeln des Schachspiels. Er kann aber nicht einfach die Figuren vom Brett wedeln oder wie in dem Fall einfach sagen, ich stehe auf und spiele nicht mehr mit Schach. Ja, das, wenn er das tut, dann hat er so eine gravierende Pflichtverletzung begangen, dass man den auflösen kann. Und da müssen wir uns immer klar machen, das ist wirklich eine absolute Ausnahmevorschrift. Bevor jetzt alle Arbeitgeber ihre Betriebsräte auflösen wollen, muss man sich ganz klar machen, dass die Gerichte haben da extrem hohe Hürden. Aber im Prinzip hatte das Landesarbeitsgericht meiner Ansicht nach hier auch keine große Wahl. Auch schon das Arbeitsgericht Solingen vorher hatte das so entschieden, weil es keine stärkere Pflichtverletzung gibt, als gar nicht zusammenzuarbeiten. Ja? Wenn man sagt, ich arbeite, mache gar nichts mehr mit dir gemeinsam, weil das zum einen blockiert das alles, zum anderen können ja dann die eigentlichen Aufgaben des Betriebsrats nicht mehr wahrgenommen werden und damit
hat er sich quasi ja selbst schon abgeschafft. Und vor dem Hintergrund ist aus meiner Sicht hier keine andere Entscheidung denkbar. Mit anderen Worten, als Betriebsrat sollte man ganz klar sagen, wir kämpfen, aber wir stellen uns nicht in die Ecke und schmoren. Das ist gefährlich. Und wenn man das dann jetzt mal im Eifer des Gefechts da irgendeine Äußerung macht, sehe ich da kein Problem drin. Aber wenn man das als Betriebsrat dann richtig als Beschluss noch manifestiert und dann diesen Beschluss noch umsetzt, dann hat das Gericht keine Chance mehr. Die können nicht anders entscheiden. Und das Gericht hat auch die Nichtzulassungsbeschwerde nicht zugelassen, aber es gibt natürlich noch die Möglichkeit der Rechtsbeschwerde gegen die Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesarbeitsgericht. Und das nochmal ganz wichtig, solange die nicht durchgeführt ist, ist der Betriebsrat noch im Amt. Der ist nicht wirksam aufgelöst. Der ist erst mit Rechtskraft wirksam aufgelöst. Ja, solange kann der im Prinzip noch agieren, wobei der hier nun gerade nicht agieren wollte. Also, gefährliche Geschichte für den Betriebsrat und für den Arbeitgeber natürlich hier dann ein Triumph, wenn er jetzt den Betriebsrat weggekickt hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie gerne den Kanal, indem Sie diese Glocke drücken, und ich freue mich immer über gute Bewertungen oder noch mehr über sehr gute Bewertungen. Tschüss.